das Fenster der Zukunft. Na, da kann man ein bisschen Spielereien wieder einbauen, aber ich würde einmal so grob sagen, da würde ich dann alle diese komplizierten und aufwendigen und schwer in die Fassade zu integrierenden Sonnenschutzsysteme nicht mehr haben wollen, sondern da muss alles im Glas integriert sein. Das heißt, da kann ich dann umschalten, vielleicht auch LED-Beleuchtung drinnen haben, wenn ich irgendeine Lichtstimmung haben will. Ich mache es dunkel übers Glas. Es wird die Globalstrahlung gemessen, das heißt, es geht dann automatisch, dass das Fenster sich verdunkelt, wenn die Sonne zu stark scheint. Auch elektromagnetische Strahlung, wenn jetzt irgendwo ein Problem entsteht oder die Sonne schickt uns gerade irgendwie einen Sonnensturm, dass man dann quasi auf EMS-Stellung schalten kann. Also ich glaube, quasi so die eierlegende Wollmilchsau, wo man alle diese Anforderungen, die man haben könnte, in dieses dünne Fensterpaket integriert. Natürlich auch die Lüftung, die automatisch passiert, wenn CO2-Gehalt oder Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Aber ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern.